Jetzt geht's zur Sache an den Märkten und in der Politik, denn wir haben gestern die Aussagen von Jerome Powell in Richtung Trump. Ich bin unkündbar. Der Präsident hat keine Handhabe, mich aus dem Amt zu entfernen. Seine Amtszeit geht ja bis 2026, also noch 1,5 Jahre als Fed-Chef. Und wir haben von Elon Musk einen Tweet über Olaf Scholz. Narr, also praktisch Idiot, nehme ich an, hat er gemeint. Das hat er dann wahrscheinlich in ein Übersetzungsprogramm eingegeben. Und da kam dann noch das altertümliche Narr. Also wir sehen, da passiert was. Es wird heute in Deutschland was passieren und es wird heute an den Finanzmärkten einiges passieren. Und das wollen wir uns mal anschauen. Wir starten zunächst mal mit dem, was gestern Jerome Powell, was mit der Fed passiert ist. Die Zinssenkung, die war erwartet worden. Und so auf den ersten Blick könnte man denken, mein Gott, was für eine langweilige Sitzung. Da war ja nichts. Die Zinssenkung war erwartet worden. Powell hat klare Aussagen in vielerlei Hinsicht verweigert, etwa wie die Sache mit der Zinssenkung im Dezember ausschaut. Da setzte er mal an kurz und wollte sagen, ja, ich denke, das ist eher so. Und dann hat er sich aber gleich wieder zurückgenommen und gesagt, ja, wir werden dann sehen. Wir haben nochmal 2 Inflationsberichte, einen Arbeitsmarktbericht und dann werden wir entscheiden. Also schien so ein bisschen sehr soft, so ein bisschen bla bla. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann sind da schon ein paar sehr pikante Dinge dabei. Hier mal zunächst die Zusammenfassung. Also Zinssenkung, 25 Basispunkte, das war einstimmig. Dann hat man gesagt, die Risiken ziemlich ausgeglichen. Arbeitsmarkt hat sich verschlechtert, generally eased. Und vor allem wichtig, die Fed hat diesen Begriff Gaining Confidence on Inflation Moving to 2% rausgestrichen aus dem Protokoll. Man wird weiter die Bilanzsumme reduzieren. Und Powell sagte, ja, also die Kerninflation sei schon noch ziemlich hoch. Und die letzten Headline-CPI-Inflationsdaten seien ein bisschen heißer gewesen, aber nicht schrecklich gewesen, so hat er es formuliert. Aber der Verweis auf die Kerninflation ist sehr interessant. Das heißt, die Fed kommt so langsam so ein bisschen ins Grübeln. Sollen wir jetzt erstmal weitermachen? Da gucken wir uns wirklich die Daten an. Also diese Datenabhängigkeit der Fed, die oft behauptet, aber manchmal überhaupt nicht der Fall ist, die dürfte jetzt wirklich der Fall sein. Und vor allem hat Powell ja erstmal vor allem verweigert, irgendwelche Aussagen, welche Konsequenzen, welche Politik von Donald Trump haben könnte, die ja klar angekündigt sind, wie diese Politik aussieht. Aber Powell sagt, ja, mal gucken, was dann passiert. Eines aber hat er klar gemacht, wenn Trump sie auffordern würde, das Amt aufzugeben, würden sie das tun? Nein. Und er hat dann klar gemacht, dass kann der Präsident aufgrund des Gesetzes nicht. Und interessant war auch dann die Frage, ja, können Sie nachvollziehen, dass viele Wähler, die offenkundig Trump gewählt haben, jetzt gesagt haben, der Wirtschaft geht es nicht so gut. Dann hat Powell gesagt, ja, wir nehmen das ja ernst und so. Das sind Gefühle und die muss man ernst nehmen und so weiter und so fort. Aber die Leute haben ja faktisch genau das Gegenteil gesagt und Trump gewählt, als das, was uns Jerome Powell gestern vermittelt hat, nämlich, dass die Wirtschaft ja so ganz toll ist in den USA. Der Arbeitsmarkt zwar abgekühlt, aber immer noch stark, alles super, alles Beste aller Welten, wir viel stärker als alle anderen. Und das nehmen ihm die Wähler nicht ab, das nehme ich ihm nicht ab, denn die Dinge sind unter der Oberfläche viel unschöner, als sie an der hochpolierten Oberfläche erscheinen mögen. Und diese hochpolierte Oberfläche, die kam eben auch, weil er eine Regierung, die jetzt abgewählt ist, natürlich ein Interesse daran hat, schöne Daten zu präsentieren. Wahrscheinlich werden wir dann mit Amtsübernahme von Seth Donald erleben, dass die Daten plötzlich radikal schlechter werden. Das könnte ein Problem für Seth Donald dann werden. Schauen wir uns auch mal die Aussagen an und auch das war wieder, naja, windelweich kann man sagen. Da wurde gefragt, ja, Sie haben ja gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen, die Renditen sehr deutlich angestiegen sind. 80 Basispunkte, seit die Fed die Zinsen gesenkt hat. Also die Fed senkt die Zinsen, die Märkte haben sie praktisch angehoben, auch wenn wir gestern einen Rücksetzer hier gesehen haben. Aber dann sagt Powell, ja, war ja schon viel höher und so weiter und nee, ist nicht wegen Inflationsaussichten, eher weil die Wachstumsaussichten jetzt besser geworden sind mit den besseren Daten, die wir zuletzt gehabt haben, bla bla. Also er hat dieses Problem komplett, dieses Thema
war komplett weichgespült, kann man sagen, und als vorübergehende Entwicklung gekennzeichnet, wenn er sich da mal nicht täuscht. Wie gesagt, gestern haben wir einen Rücksetzer gesehen nach dem sehr heftigen Anstieg dieser Renditen. Und dann auch hier nochmal zum Beispiel dieses Windelweiche, warum man Greater Confidence, also diesen Passus rausgestrichen hat, dass die Fed jetzt größeres Vertrauen in den Rückgang der Inflation auf 2% habe. Er sagte, ja, das sei so, weil man vorher sozusagen damit etwas signalisieren wollte, dass wir jetzt mal versuchen, die Zinsen richtig zu... Also es war sehr, sehr schwammig, irgendwie nicht so wirklich klar, warum dieser Passus rausfällt. Das ist im Notenbankerdenken ein wichtiger Passus, und wenn der plötzlich nicht mehr da ist und absichtlich gestrichen ist, dann hat das eine Aussage. Und ich vermute, diese Aussage werden andere Fed-Mitglieder, die sich jetzt wieder äußern dürfen nach der Blackout-Period, durchaus deutlich betont, dass man sagt, wir müssen jetzt erstmal vorsichtiger werden, gerade angesichts der Perspektive des Regierungswechsels und einer veränderten Politik. Wir haben gesehen, dass die Märkte dann gestern durchaus reagiert haben. Blomb, die December Rate Cut Odds sind ein bisschen was zurückgegangen. Nicht dramatisch, aber doch ein bisschen zurückgegangen. Knapp 75% die Wahrscheinlichkeit, dass der Fed, so sehen es die Märkte, im Dezember die Zinsen senken wird, ist also alles nicht so ganz sicher. Zumindest nicht so sicher, wie es jetzt im September war. Und dann eben die Frage nochmal, was passiert mit Paul? Und eines scheint klar, die beiden werden ziemlich aufeinander prallen, so wie das damals schon war, als Trump Präsident war. Auch wenn Trump jetzt gesagt hat, ja, ich werde den nicht aus seinem Amt entfernen, das kann er auch gar nicht. Oder wenn, dann wäre das extrem schwierig, extrem schmutzig. Das würde große Turbulenzen auslösen, also wird er es besser nicht machen. Was er machen tut wahrscheinlich, ist, dass er frühzeitig sagt, wer der Nachfolger von Paul werden wird. Und das ist natürlich für Paul ein Problem, weil das dann praktisch der starke Mann im Hintergrund ist, während Paul bald seine Amtszeit beendet, also so eine Art Lame Duck wird früher oder später. Das heißt, Trump könnte alleine durch die frühzeitige Nominierung eines Nachfolgers von Jerome Paul Paul faktisch schon schwächen, seine Autorität ankratzen. Aber der wiederum hätte den Vorteil, der ist dann nicht mehr irgendwie Politik geleitet, sondern könnte sagen, who cares, ich mache jetzt das, was ich wirklich für richtig halte. Also das sind spannende Zeiten. Paul wird ja in der Fed insgesamt noch bis Januar 28 bleiben, als Fed-Chef bis Mai 26. Kommen wir nochmal zu Trump, der Wahl und der Reaktion der Märkte. Hier sehen wir mal verschiedene Assets, Coinbase, Tesla, Bitcoin, Banks, Small Caps, S&P, China, US-Dollar, internationale Aktien, Öl und so weiter. Wie die performen, finde ich erstmal interessant. Und vor allem die Volatility, 26% gefallen der WIX, 20% am Mittwoch, gestern nochmal gute 6%. Jetzt gibt es statistisch gesehen eine 95% Wahrscheinlichkeit, dass der WIX heute steigt, was dann wiederum wahrscheinlich macht, dass die Märkte heute nicht steigen, also die Aktienmärkte nicht steigen. Wir sehen hier diese positiven Divergenzen, die zu dieser heftigen Rallye geführt haben beim S&P 500. Ich hatte dargestellt, dass die Absicherungspositionen sehr hoch waren. Puts, VIX-Calls, Puts auf Long-Positionen oder Puts sozusagen als Absicherung für Portfolios, die aus Aktien bestehen, waren extrem hoch, so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und dann kommt eben sowas. Aber jetzt sind wir extrem überkauft im 60-Minuten-Chart. Gucken Sie sich das mal an. Das ist schon lange nicht mehr gewesen, dass wir hier so dick überkauft waren. Oben sichtbar im RSI, dieses komische Ding, das, wo Sie da sehen. Und all das trifft zusammen mit dem Treffen etwa beim Nasdaq auf eine wichtige Trendlinie. Also da wird es jetzt mindestens kurzfristig, halt nicht, dass es übergeordnet weiter nach oben gehen kann, aber kurzfristig wird die Luft jetzt richtig, richtig, richtig dünn. Und mal sehen, wie die Märkte das heute verarbeiten vor dem Wochenende. Olaf ist ein Narr. Das ist ein Tweet von Elon Musk heute Nacht. Jetzt kann man von Elon Musk denken, was man will, aber da hat er aus meiner Sicht einen richtigen Punkt, meine Damen und Herren. Und selbst der Spiegel, der ja eher einer der Klaköre der Ampelkoalition und vor allem der SPD und der Grünen gewesen ist, sagt jetzt in einem Leitartikel, Scholz will erst im Januar die Vertrauensfrage stellen und die Neuwahlen so hinauszögern. Der Zeitplan ist absurd, die Bürger haben mehr Anstand verdient. Richtig, es ist unanständig. Scholz geht es um sich und seine Partei, nicht um das Land und seine Menschen. Und das ist das Unanständige an dieser ganzen Geschichte. Hier ein Kommentar
den mir Wolfgang Müller hier von Michael Schulte hatte zukommen lassen über diese Rede zu dem Ende der Ampel, wo Lindner an allem schuld war und so weiter. Er sich als verantwortungsbewusster Kanzler hingestellt hat und null Selbsterkenntnis oder null Selbstkritik hier geäußert hat. Vor allem hat er den Ukraine-Krieg als Grund für die Haushaltsnotlage genannt, was totaler Quatsch ist, sondern es sind eigene Konstruktionen von Scholz, die er damals als Finanzminister gemacht hat und die Lindner übernehmen musste, ging gar nicht mehr anders, die vom Verfassungsgericht ihm um die Ohren gehauen wurden, weswegen ja so viel Geld jetzt fehlt, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, no way, diese Milliarden, die könnt ihr dafür nicht umwidmen aus dem Klimafonds und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der Grund, warum der Haushalt aus dem Ruder läuft. Dazu die Energiewende, die extrem teuer ist und eben die Ausweitung des Bürgergeldes, nicht nur in der Summe, sondern vor allem was die Anspruchsberechtigten betrifft. Also das sind die eigentlichen Probleme, die der Fall sind und das hat mit Lindner vergleichsweise wenig zu tun. Man kann jetzt über die Schuldenbremse streiten, gut, schlecht, aber auf jeden Fall ist das erstmal die Voraussetzung. Und hier sagt Michael Schulte weiter, bisher hatte das Land, einschließlich Schröder, eigentlich immer Glück mit seinen Kanzlern. Aber was jetzt mit Scholz passiert, niemanden habe ich bisher charakterlich so verachtet wie Olaf Scholz. Und das ist eine Leistung, exakt. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr miese Nummer, jetzt nur aus wahltaktischem Kalkül hier so zu agieren. Da sollten wir vielleicht von einem Autovermieter mal lernen. Sie entscheiden, wann Sie ihn loswerden, finde ich sehr, sehr treffend. Hier der RTL-Politikkommentator sagt es wieder aus meiner Sicht, wie es ist. Scholz macht das, was er am besten kann, nichts, schon gar nicht den Weg frei machen. Und jetzt kommt es heute im Bundestag zur großen Regierungserklärung von Scholz. Da wird Merz natürlich agieren, Markus Söder wird auftreten, das wird richtig hoddy hot. Und eins ist klar, wenn man versucht jetzt, Merz versucht jetzt auf Steinmeier von der SPD und Bundespräsident einzuwirken, Mensch, es macht keinen Sinn, diese Regierung ist mausetot und sich jetzt durchwurschteln zu wollen, wo die Wirtschaft, wo die Menschen in diesem Land irgendwie Antworten brauchen, klare Linien brauchen, statt eine komplett gescheiterte Regierung, das ist völlig klar. Und wir sehen ja mal zufrieden mit der politischen Arbeit von Scholz, das sind ja neue Tiefstwerte und die werden jetzt nicht besser werden, so kann man vermuten. Hier sehen wir mal, wie die Stimmung eben auch sich verschlechtern wird aufgrund dieses Chaos, das wir jetzt haben. Hier in der Autoindustrie hat sich die Stimmung weiter verschlechtert. Jetzt ein Bericht, dass Audi 15% seiner Belegschaft entlassen will. 15%, das wäre jeder siebte, das muss man sich mal vorstellen. Das wird ein Kahlschlag. Das heißt, dann kommen die Probleme erst, wenn die Leute nicht mehr in Arbeit sind. Dann wird die Unruhe groß. Jetzt braucht dieses Land, braucht Deutschland eine Antwort und nicht einen Scholzomat, der wie ein kleiner Giftzwerg, ein Bürokratengiftzwerg hier solche Reden hält angesichts der Tatsache, dass die Insolvenzen immer weiter nach oben gehen. Wie gesagt, der Schmerz, der kommt erst noch, der ökonomische Schmerz. Und so kann es nicht weitergehen. Interessant ist ja jetzt, dass der neue Finanzminister Jörg Kukies ist, frühzeitig schon SPD-Mitglied gewesen, aber eben auch ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker. Und Kukies war damals schon so ein bisschen in Problemen, weil er sich mit dem Wirecard-Chef Markus Braun noch im November 2019 im Finanzministerium getroffen hatte. Die FDP hat damals den Rücktritt gefordert von Kukies. Die SPD hatte gesagt, ja, also der hat doch eine kritische Haltung gegenüber Wirecard gezeigt. Diese kritische Haltung war nicht erkennbar. Damals hatten ja Shortseller versucht klarzumachen, dass Wirecard ein einziger Betrug ist. Da haben dann alle Finanzministerium, BaFin gesagt, ihr bösen Shortseller, ihr wollt doch nur Deutschland schaden. Also das ist schon eine ziemlich heftige Nummer. Jedenfalls ist das nicht unkritisch, diese Nominierung, nicht weil jetzt Kukies Goldman Sachs Banker war, das ist das, was Wagenknecht hier kritisiert, die sagt, ja, das spricht ja Bände, dass ausgerechnet ein ehemaliger Goldman Sachs Banker hier jetzt Finanzminister wird. Ich denke, besser als Habeck, weil er weiß zumindest, wovon er spricht. Und jetzt ist für die SPD natürlich das Problem, dass Merz ja bei BlackRock war und man natürlich dann im Wahlkampf wahrscheinlich mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, ja, guckt euch mal an, dieser Großkapitalist von BlackRock. Das kann man jetzt schlechterdings machen, wenn man einen Großkapitalisten von Goldman Sachs in den eigenen Reihen als Finanzminister
Innenminister nominiert. Aber wie mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt, es ist besser, wenn Leute, die mal irgendwo zumindest in der Wirtschaft tätig waren, solche Ämter innehaben, als Leute, die wie einige von der SPD, die jetzt auch nicht mehr im Amt sind, eben Dauerstudenten sind. Ich habe nichts gegen Dauerstudenten, keine Frage, aber es ist nicht schlecht, mal eine Sache auch fertig zu machen mit Abschluss. Das lohnt sich meistens, aber diese Leute sind dann eben direkt in die Politik gegangen, haben nie ein Bein in eine Firma gesetzt und das ist ein Problem. Und das gilt eben auch für unsere gute Frau Baerbock, die jetzt gesagt hat, Christian Lindner wollte weiter beim Sozialen streichen. Aha, wollen wir uns mal anschauen, wie die Streichungen aussehen. In der Ampelzeit ist der Sozialetat des Bundes um 15 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen, pro Jahr. Und schauen wir uns, wenn Sie das hier mal sehen, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dann ist der Haushalt in diesem Ministerium mehr als das Dreifache dessen, was dann als nächstes Ressort kommt, nämlich Verteidigung. Und das wird bedeuten, dass wir also hier maßgeblich diesen Sozialstaat ausgebaut haben, den Empfängerkreis ausgebaut haben, ausgeweitet haben. Und das ist ein Riesenproblem, das dann dazu führen wird, dass wir goldene Kühe schlachten müssen. Schuldenbremse wird wahrscheinlich als erstes fallen. Ausgaben priorisieren. Eigentlich müssten wir Sozialleistungen abbauen, wenn man ehrlich ist. Nicht schön, aber wir können nicht hier mit dieser Migration in das Sozialsystem gleichzeitig eben die Empfängerkreis ausweiten und dann noch das Bürgergeld erhöhen. Das wird nicht funktionieren. Sicherheitsinteressen, Verteidigung, all das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Da wird man Abstriche machen müssen und Abstriche wird auch der Robert Habeck bald machen müssen, denn eins ist klar, er hat gestern zum Beispiel hier bei Lanz erklärt, wir haben im Moment keine gute Windlage, wir haben ja die Dunkelflaute seit 3 Tagen und schon sind die Strompreise hoch, stoppen wir den Ausbau, werden die Preise noch höher und das zeigt, dass der ökonomische Verstand hier nicht so richtig ausgeprägt ist. Ich finde den durchaus sympathisch, Sie vielleicht nicht, ich finde ihn durchaus, also ich würde lieber mit Habeck ein Bier trinken gehen, vielleicht als mit Merz und vor allem als mit Scholz, das ganz gewiss, aber es ist natürlich so, dass wir schon genug alternative Energien haben. Wir haben genug Windräder, genug Solar. Jetzt kommt ja immer mehr obendrauf. Und das Problem ist ja, wenn eben kein Wind und keine Sonne, dann nützt uns das nichts. Dann können wir 10-mal so viel Windräder aufstellen, 10-mal so viel Solaranlagen. Das Ergebnis ist dann weitgehend Richtung Null. Und das zeigt diese ganze Idiotie. Und die Preise steigen deshalb, weil eben dann alles andere raufgefahren werden muss, eingekauft werden muss. Also es zeigt so ein bisschen diesen Unverstand, der hier der Fall ist. Und hier nochmal jetzt eben dann auch Gegenwind. Ich würde mal sagen, die globalen Tendenzen, die gehen komplett gegen dieses links-woke, eher klima-absolutistische, möchte ich sagen. Hier sehen wir mal rechts die Counties in den USA, die republikanisch gewählt haben, oben und blau unten, die demokratisch gewählt haben. Das ist schon ein ziemlicher Erdrutschsieg. Jetzt vor allem eine Maske, also wieder mal ein absoluter Super-GAU für die Umfrageinstitute. Und Babylon Bee, sarkastisch und satirisch hier, die Demokraten werden jetzt entdecken, dass Trump die Wahl 2020 doch gewonnen hatte, weswegen er jetzt nicht mehr neuer Präsident werden kann, weil eben das schon seine zweite Amtszeit gewesen ist dann. Also das zeigt so ein bisschen die Dinge, wie sie sind. Und eins sei vielleicht noch erwähnt. Argentinien zeigt jetzt unter Milei bessere Daten. Es geht bergauf nach Abwahl des sozialistischen Umverteilungssystems. Und jetzt durch die Wahl von Trump dürfte da natürlich wahnsinnig Schwung reinkommen. Die beiden verstehen sich ja ziemlich gut. Und das Länderrisiko, der Zinsaufschlag, den Argentinien im Vergleich zu USA auf US-Dollar-Anleihen zahlen muss, geht immer weiter nach unten. Das ist ein Land, das jetzt sehr, sehr gute Chancen hat, aus meiner Sicht, gerade mit dieser Wahl in den USA. Abschließend 2 Empfehlungen. Sorgt für Feierlaune an der Wall Street, die Aktienmärkte steigen. Ja, okay, schauen wir mal. Aber die Unsicherheit wird größer über die Zinsgeschichte. Das werden aus meiner Sicht jetzt die Fed-Mitglieder, die sich in den nächsten Tagen äußern, zeigen. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, nochmal all das, was gestern da passiert ist mit dieser Fed-Sitzung. Da ist wirklich Interessantes dabei. Also diese beiden Empfehlungen, dann sage ich Servus, ciao.